Die ersten Achtelfinals stehen fest, das Update aus dem DFB-Camp und das Stürmerkarussell fängt an, sich zu drehen. Das Idee des Tages, mein Name ist Nico. Los geht's. Junge, Junge, was waren das gestern für verrückte letzte Minuten in der späten Konferenz? Spanien gleicht in der letzten Minute aus, kriegt das Tor wegen Abseits nicht und der Videoschiedsrichter sagt dann, Moment, 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 doch, ihr kriegt's schon. Und dadurch ist Spanien jetzt Gruppensieger, während der Iran wiederum in der letzten Minute einen Elfer bekam, den verwandelte und danach wirklich noch die große Chance hatte, den Siegtreffer zu erzielen und damit Portugal und Cristiano Ronaldo aus dem Turnier zu schießen. Haben sie aber nicht gemacht. Und der Schuldige für Portugal wäre eben Ronaldo gewesen, denn der verschoss einen Elfmeter in dem Spiel. Aber wie auch immer, am Ende des Tages setzte sich Spanien wie erwartet als Gruppensieger durch und Portugal als Zweiter. Wenn auch beide etwas weniger souverän als erwartet. Und dadurch stehen die ersten Achtelfinals fest und Spanien dürfte sich freuen. Denn im großen Finale der Gruppe A um den Gruppensieg zwischen Uruguay und Gastgeber Russland machte Uruguay sehr, sehr kurzen Prozess mit den Russen. 3:0 hieß es am Ende, auch Edinson Cavani machte noch sein erstes Tor bei dieser WM und dadurch ist Uruguay Gruppensieger und Russland, ja, für die war es der erste Test nach den wirklich schwachen Gegnern Saudi-Arabien und Ägypten und die sahen nicht gut aus. Test nicht bestanden. Und das bedeutet, die Gastgeber treffen nun auf Spanien im Achtelfinale und ich glaube, ja, das dürfte dann auch schon Endstation für Russland sein, denn ich sehe derzeit keine Chance, wie die Russen die Spanier besiegen können. Das zweite feststehende Achtelfinale allerdings, Uruguay gegen Portugal. Und das ist richtig spannend, denn das sind zwei der effektivsten Teams bei diesem Turnier bis jetzt. Die Uruguayer nutzen eigentlich jede einzelne Chance, die sie hatten. Und daran könnt ihr dann ermessen, es waren nicht sonderlich viele. Und Portugal, ja, das Einzige, was die richtig gut machen, ist im Mittelfeld sehr kompakt stehen und wenig zulassen. Und vorne hilft der liebe Gott, aka Cristiano Ronaldo. Und heute kriegen wir auch schon die nächsten Achtelfinalpaarungen präsentiert, denn in Gruppe C und Gruppe D wird heute entschieden, wer weiterkommt. Und da könnten wir den ersten Favoriten sehen, der rausfliegt. Denn Argentinien mit Leo Messi, der übrigens heute die Aufstellung bestimmen darf, weil der Trainer jegliche Macht verloren hat, kämpfen heute darum, irgendwie noch weiterzukommen. Sie brauchen einen Sieg und dann noch Schützenhilfe. Eine der Szenen, die nach Toni Kroos furiosem Siegtor gegen Schweden etwas unterging, waren, wie Uli Vogt und Georg Belau, die zum DFB-Tross gehören, vor die Schweden-Bank eilten und dort jubelten. Und direkt danach hieß es schon, die FIFA wird ermitteln und die beiden eventuell sperren. Dem kam der DFB jetzt zuvor und verhängte eine Sperre gegen beide. Beide dürfen gegen Südkorea nicht auf der Bank sitzen. Und ganz ehrlich, genau solche Aktionen hasse ich wie die Pest. Das ist einfach das allerletzte, was man braucht im Sport, aber ey, das ist nur meine Meinung. Des Weiteren drohen zwei Weltmeistern eine Sperre im Achtelfinale, wenn Deutschland weiterkommt. Ist ja noch nicht safe. Thomas Müller und Mats Hummels sind beide gelb vorbelastet, holen sich gegen Südkorea die zweite gelbe ab, fehlen sie im Achtelfinale. Und bei Thomas Müller ist das wohl der einzige Weg, wie der mal nicht spielt unter Jogi Löw und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite, Jerome Boateng fehlt wegen seiner gelb-roten Karte gegen Südkorea sowieso. Das Stürmerkarussell fängt langsam an, sich zu drehen und ich würde sagen, wir machen das jetzt mal nach absteigendem Marktwert und dementsprechend fangen wir an bei Robert Lewandowski. Dass der polnische Superstar gerne zu Real Madrid wechseln würde, ist kein Geheimnis mehr. Und auch nachdem Real den neuen Trainer Julien Lopetegui vorgestellt hat, sind sie weiterhin darum bemüht, ihn von den Bayern loszueisen. Doch Bayern hat da wenig Bock drauf. Gerüchten zufolge, vom Kicker, soll Real Madrid eine Ablösesumme plus Karim Benzema im Austausch angeboten haben. Und was sagt Bayern? Nö, kein Interesse. Die halten weiterhin daran fest, dass Lewandowski seinen Vertrag bei den Bayern erfüllen soll. Außerdem gibt es noch zwei andere ernstzunehmende Kandidaten, die um die Dienste des Polen werben sollen und das sind Manchester United und PSG aus Paris. Und an beiden Vereinen hat der Stürmer überhaupt kein Interesse. An Manchester United relativ wenig und an Paris noch weniger. Ja, aber kann man verstehen. Die zweite Kraft im deutschen Fußball, wobei, das ist ja eigentlich Schalke 04 derzeit, der BVB sucht auch noch einen Stürmer. Dass sie allerdings Robert Lewandowski zurückholen, das ist relativ unwahrscheinlich und vor allem, weil sie es nicht leisten können und wollen, wie Michael Zorc in einem Interview sagte. Also jetzt nicht über Lewandowski, sondern generell. Wir haben natürlich Kandidaten im Kopf, aber gerade die Position des echten Mittelstürmers ist derzeit im europäischen Spitzenfußball am schwierigsten zu besetzen. Deswegen haben wir uns ja auch sehr lange dagegen gewehrt, Aubameyang zu verkaufen, denn er hat uns Tore garantiert, sagte Zorc und führte weiter aus. Momentan habe ich den Eindruck, dass der Transfermarkt nicht nur bei Stürmern den Realitäten ein wenig entrückt ist. Es werden sehr schnell hohe Preise aufgerufen, da müssen wir mit Augenmaß vorgehen und dürfen keine verrückten Sachen machen. Und als solche verrückte Sache zählt scheinbar auch Michy Batshuayi. Der war ja dem BVB ausgeliehen, überzeugt in der Rückrunde absolut, doch Chelsea fordert zu viel Kohle und es wird immer unwahrscheinlicher, dass der Belgier zu Dortmund zurückkehrt. Andere Kandidaten jetzt?
Dembélé von Celtic. Mit Dembélé hat man ja gute Erfahrungen gemacht bei Borussia Dortmund. Außerdem soll Alvaro Morata von Chelsea im Fokus stehen, wo ich mich frage, der wird doch noch teurer sein als Batshuayi. Warum das denn jetzt? Und Max Kruse von Werder Bremen. Und auch Borussia Mönchengladbach sucht ja noch händeringend einen Stürmer und die wollen unbedingt Niklas Füllkrug von Hannover 96 holen. Und dafür sind sie bereit, tief in die Tasche zu greifen. Zuerst boten sie 10 Millionen, dann 11, 13, 15 und jetzt sollen sie 17 Millionen plus Boni bieten. Und diese Boni würden beinhalten, dass man am Ende fast 20 Millionen Euro für Füllkrug zahlen würde. Hannover-Trainer Breitenreiter und Manager Horst Held haben beide bereits gesagt, das ist so viel Kohle, das machen wir. Aber da haben sie die Rechnung ohne Präsident Martin Kind gemacht. Kennt man bei Hannover ja. Denn der sagt, nö, kein Interesse dran. Ich glaube nicht, dass wir Füllkrug ersetzen können. Und hat dem Wechsel deshalb erstmal einen Riegel vorgeschoben. Und das war's für heute. Wir sehen uns zur nächsten Ausgabe der Daily News. Oh, eine Sache noch. Nordin Amrabat, der Marokkaner, machte gestern relativ deutlich, was er vom Videobeweis hält. Da braucht ihr auch niemanden, der euch irgendwie vorliest, was er da sagt. Schaut's euch an. Oh shit, das hat nicht funktioniert.